Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen IKEA-Haul für euch. Aber vorab, wenn ihr euch fragt, warum ich nur einen Ohrring trage. Gute Frage, das ist die Quizfrage im heutigen Video. Aber ich sage euch jetzt schon die Lösung. Und zwar ist hier dieses Loch zugewachsen. Ich habe nämlich schon lange Zeit keine Ohrringe mehr getragen. Ich glaube über ein Jahr oder so. Und ja, dieser Loch ist zugewachsen. Ich habe versucht, das durchzustechen, weil normalerweise geht das ja immer. Vor allem, wenn man immer regelmäßig Ohrringe getragen hat. Aber hier geht das gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, wieso. Also deswegen habe ich nur einen Ohrring. Ist ja auch mal was Neues, ne? Ja, und ja, fangen wir an. Also ich war bei IKEA shoppen. Und zwar habe ich einen Großeinkauf gemacht, weil ich mache immer Ende des Jahres einen IKEA-Einkauf, kaufe so Sachen, die ich brauche. Letztes Jahr war ich auch bei IKEA und habe mir ein paar Sachen gekauft, so im Zeitraum November. Ne, letztes Jahr war ich im Dezember genau bei IKEA, dieses Jahr im November und ich habe einiges gekauft. Ich habe dort sehr, sehr viel Geld dagelassen und ich habe immer noch nicht alles bekommen, aber das meiste habe ich doch schon bekommen. Und ja, jetzt zeige ich euch, was ich mir gekauft habe. Und zwar als erstes habe ich mir einen Nachttisch bzw. Beistelltisch gekauft. Und ja, den habe ich mal bei Funny Pilgrim im Video gesehen. Und ja, ich wollte einen haben, einen neuen, weil ich habe so einen kleinen Hocker, also so einen kleinen von... Ich kann euch das gleich mal alles einblenden. Also ich habe so einen kleinen Hocker von IKEA, aber da ist mir irgendwie so ein bisschen wenig Platz. Manchmal, wenn ich ein Buch lese, dann passt das nicht drauf. Und da ist wirklich sehr, sehr wenig Platz, deswegen wollte ich einen neuen haben. Und ich wollte mir sowieso einen neuen kaufen, wenn ich ausziehe. Also wenn ich hier ausziehe, werde ich mir sowieso ein größeres Bett kaufen. Und halt noch einen anderen Nachttisch, heißt das Nachttisch, beziehungsweise Beistelltisch. Aber das Problem ist, dass dieses Zimmer klein ist und hier, wenn ich hier ein großes Bett reintun würde, wäre das Zimmer enorm klein. Ich könnte hier da nicht mehr drehen, ich könnte hier nicht mehr meine Übungen machen, ich hätte hier keinen Platz mehr. Deswegen behalte ich dieses kleine Bett hier und wenn ich dann umziehe, dann wird es halt ein größeres Bett sein. Und ja, jetzt wollte ich nur einen Beistelltisch haben, jetzt habe ich mir einen gekauft. Und jetzt habe ich ihn aufgebaut und er ist doch größer als gedacht. Ja, aber ich finde ihn dennoch schön. Und ja, ich habe eine Stunde gebraucht, um ihn aufzubauen. Also ich bin froh, dass ich das geschafft habe, als Frau ihn aufzubauen. Also es war nicht so schwer, wie ich dachte, es ging. Und ich habe eine Stunde gebraucht und ja, das Beste ist, irgendwann hatte ich dann so Blutflecken dran. Und ich dachte, das würde an meinen Händen liegen, weil die sind so rissig und manchmal bluten die. Aber das lag nicht daran, ich habe mich gemerkt, ich habe mich hier geschnitten, ich weiß gar nicht womit. Und ja, deswegen habe ich da jetzt Blutflecken, die ich nicht mehr wegkriege. Habt ihr einen Tipp, womit ich Blutflecken wegkriegen kann? Also auf diesem weißen Schrank. Also ich habe keine Ahnung. Und ja, ich blende euch jetzt mal meinen neuen Beistelltisch ein. Weiter geht's jetzt mit den nächsten Sachen, die ich mir gekauft habe. Und zwar einmal, das habe ich nämlich schon gesucht, ist das hier so ein Brett. Könnt ihr es sehen? Also das ist so ein riesengroßes Brett. Ich wollte das nämlich für mein Herd haben, also so über ein Herd drauf tun. Und ja, der hat 10 Euro gekostet, aber war auf 8 Euro reduziert. Ich habe den überall gesucht. Zum Glück habe ich den gefunden. Und ja, das Problem ist nur halt, dass das Holz ist und in meine Küche passt kein Holz, weil die ist ja so purpurlila und diese Ablage, heißt das Ablage, ist so grau. Grau selber. Also passt das jetzt nicht so. Aber ist mir egal. Ich wollte das Brett unbedingt haben. So, dann geht es weiter mit einem weiteren Brettchen und zwar diesen hier. Und zwar habe ich auch ein Holzbrett, aber der ist irgendwie, besteht aus drei Teilen und der ist hier. Hier ist ein Teil, hier und hier. Und die an der Seite sind schon zweimal abgebrochen. Die habe ich schon mit Sekundenkleber zugeklebt. Und ja, ich brauche, wie gesagt, ein neues großes Brettchen, weil ich habe nur so kleine. Und deswegen habe ich mir das hier geholt. Das hat übrigens 5 Euro gekostet. So, dann geht es weiter mit der Deko für meinen Tisch. Da er ja ein bisschen größer ist, habe ich mir gedacht, kann ich da ein bisschen Deko drauf tun. Und da habe ich mir einmal diese Vase hier gekauft, in weiß. Die hat, glaube ich, 1,99 gekostet.
Und dazu habe ich mir eine Blume gekauft, und zwar diese hier, weil die in Rot ist und wie ihr seht, ist mein Schlafzimmer in Rot gehalten, deswegen passt das ganz gut. Aber ich dachte, diese Blume würde 1,99 bzw. 1,20 Euro kosten, weil ich das gesehen habe auf diesem Preisschild. Aber Leute, sie hat 3,99 gekostet. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie bestimmt nicht gekauft. So eine Kunstblume. So, dann geht's weiter. Und zwar habe ich mir so einen schönen Teppich gekauft. Ich zeige ihn euch mal. Den kennt ihr bestimmt. So. Und zwar ist das ein Fellimitat. Hat 10 Euro gekostet und ich habe ihn mir gekauft. Vor mein Bett wollte ich dazu hinlegen. Und ja, weil ich habe halt wie gesagt Laminat und wenn ich immer so abends aufstehe, ist das halt wie gesagt, obwohl ich ja immer Pantoffel habe, aber ich wollte so, damit so meine Füße nicht auf dem Boden sind, wenn ich vom Bett aufstehe, sondern so auf so einem Teppich. Und ja, ich wollte halt, ja deswegen, weil ich will auch so mein Schlafzimmer so ein bisschen umgestalten, weil mir das einfach, meine Wohnung gefällt mir nicht mehr. Ich fühle mich momentan so unwohl hier, weil mir das alles nicht gefällt und ja, ich bin jetzt momentan ein bisschen am Aufräumen. Es war wirklich chaotisch, wie es aussah und am Umräumen. Deswegen habe ich jetzt diesen Großeinkauf von Ikea gemacht. So, dann geht es weiter mit Teelichtern. Zwei Stück, hier und hier. Und die kosten 2,50 Euro für 100 Stück. Das heißt, Ikea ist mit den Teelichtern wirklich am günstigsten. Und ich meine, die haben früher mal gekostet 2 Euro, 100 Stück für 2 Euro. Und bei Aldi gab es die auch für 2 Euro oder 2,50? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei Ikea kosten 100 Stück 2,50 Euro. Brenndauer sind 4 Stunden. Und ja, letztes Jahr, als ich im Dezember bei Ikea war, waren die Teelichter ausverkauft. Ja. So, dann geht's weiter. Und zwar habe ich was total Süßes entdeckt. Und zwar Teesieb. So kleine Süße in Pink und Gelb, 2 Stück. Die haben 3 Euro gekostet. Die habe ich mitgenommen, weil ich habe mir letztens bei Amazon so ein großes Teesieb für 6, 7 Euro bestellt. Und ja, hätte ich gewusst, dass Ikea das auch hat, ne? Also Teesieb für losen Tee, genau. Und das soll dann hier so in der Tasse schwimmen. Da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich schwimmen wird oder ob es untergeht. So, dann habe ich mir noch gekauft, da war ich mir unsicher, aber ich habe es mir gekauft, und zwar Geschenkschleife. In Weiß für Weihnachten. Ja, weil Weiß passt zur... Da ist der Ohrring jetzt auch flöten gegangen. Und zwar Geschenkschleife für Weihnachtsgeschenke, weil Weiß passt zu allem. Und ja, die war allerdings teuer. Die hat 4 Euro gekostet, aber ich habe 3 Euro bezahlt, weil ich Family-Mitglied bin. Aber trotzdem teuer. Aber ich weiß, dass diese Rolle lange halten wird, weil ich habe noch so, ich glaube, in Silber und in... Lila, und die habe ich schon 5 Jahre, also das reicht locker für sehr lange Zeit. So, weiter geht's, und zwar habe ich mir das hier gekauft. Das kennt ihr bestimmt, und zwar ist das so ein Gewürzregal, nein, so ein kleines Ding, und da wollte ich halt meine ganzen Gewürze reintun. Damit das halt an einem Ort ist und ich sie direkt griffbereit habe. Und weil im Schrank sind die so verstreut und so habe ich die an einem Ort. Und ja, hier meine Gewürze. Leider gibt es das auch in Weiß und nicht in Silber, weil meine Küche passt halt, wie gesagt, silbergrau. Und ja, ich glaube, das hat 3 Euro gekostet. Und gibt es auch in verschiedenen Größen, ne? Dann noch natürlich eine Ikea-Tüte, ne? Weil man muss das ja irgendwo reintun. So. Und... weiter geht's mit dem nächsten. Und zwar habe ich mir gekauft 2 Bilderrahmen in 10×15 für 1,99. Und hier habe ich gedacht, hier kann ich so als Deko noch Weihnachtsdeko, so Weihnachtskarten reintun, die übrig geblieben sind vom letzten Jahr oder die von diesem Jahr übrig bleiben und dann so halt hinstellen, damit das noch so ein bisschen weihnachtlicher wird. Ja. 1,99. Habe ich das schon gesagt? Dann geht's weiter, dann habe ich mir das dritte in Folge gekauft, das hier. Das ist für meinen Schminktisch, ich habe das hier auf der einen Seite ein und jetzt kommt das noch auf die andere Seite, so als Deko-Element, beziehungsweise kommt hier noch was drauf oder was rein. Ja, das kostet glaube ich 1,99. Und, ups, dann habe ich mir noch gekauft,
Das hier, das sind so Kerzen. Und zwar sind das LED-Kerzen in drei verschiedenen Größen. Ich glaube, die sind batteriebetrieben. Ja, die gehen auf Batterie. Und ja, das wollte ich für meinen Tablet, was ich mir bei Teddy und bei Action gekauft habe, wollte ich das haben. Als Deko. Momentan habe ich da schon Deko drauf getan, aber so für nach Weihnachten kann ich mir das vorstellen, dass ich das da rein tue. So LED-Lichter finde ich ganz cool. Hat übrigens 10 Euro gekostet. Ja. Und zu guter Letzt habe ich mir das hier gekauft. Und zwar ist das so eine Box. Eine Matte. Die hat 3 Euro gekostet. Die wollte ich haben für meine Putzlappen, damit ich die an einem Ort habe. Und ich habe im Schrank nur so ein schmal, weil da ist noch was anderes, nur so wenig Platz. Und ich hoffe, dass die passen wird, weil es gibt ja auch diese durchsichtigen, die man zumachen kann. Und davon gab es halt nicht die passende Größe, weil die kleine, die habe ich schon, aber die ist zu klein, da passen nicht alle Putzlappen rein. Und die andere war zu breit und da gab es nicht die geeignete Größe, nur jetzt von diesen hier. Und ich hoffe, die wird passen, weil ich wollte die auch so ein bisschen tiefer haben. Und ja, also ich hoffe mal, dass das passen wird, ne? Ja, das habe ich mir gekauft und das war's, oder? Ne, ich glaube, das war's. Ich habe hoffentlich nichts vergessen und der Einkauf war teuer. Ratet mal, wie viel ich bezahlt habe. Und zwar habe ich bezahlt 91,25 Euro. Ja. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Also. So, das war's auch schon. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch dieser Haul gefallen hat. Was hat euch am besten gefallen? Was kauft ihr immer bei IKEA ein? Und wie oft, vor allen Dingen, wie oft geht ihr nach IKEA? Also, wie schon am Anfang des Videos gesagt, gehe ich einmal im Jahr nach IKEA. Weil sonst würde ich da viel, viel mehr Geld da lassen. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. Das ist auch kostenlos und ich freue mich sehr über neue Zuschauer. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!